um die 250 Quadratmeter tausende Bücher. Das ist das Reich von Michael Emling. Seit 7 Jahren ist er Geschäftsführer vom Buchhandel Lehmkuhl. Er unternimmt alles, um den Buchladen zu erhalten, denn er weiß, Buchhandlungen haben es im Zuge des Internets immer schwerer, sich gegen Online-Händler durchzusetzen. Wir leben davon, dass wir die Schwabinger Bevölkerung versorgen mit dem, was sie wollen und fordern und brauchen. Von den Romanen und Taschenbüchern bis hin zu den Reiseführern und Kinderbüchern und Erziehungsratgebern. Ja? Das ist ein Geschäft, was noch funktioniert und aus unserem Empfinden intakt ist und auch noch Chance für die Zukunft hat. Wenn Sie aber ein großes Rechnungsgeschäft haben mit Bibliotheken, wenn Sie viel Fachbuch haben, ja, einen großen Anteil Schulbuchgeschäft, dann sieht der Markt ganz anders aus. Vor allem, wenn Sie das Fachbuch nehmen. Das ist mit einer rasanten Geschwindigkeit auch aus den Buchhandlungen, naja, mittlerweile fast schon verschwunden. Die Deutschen lesen, lesen, lesen. Nur immer mehr E-Books. Laut einer Studie wird sich jedes zweite Buch in 5 Jahren nur noch online verkaufen. Das wird dazu führen, dass weitere Buchläden zumachen müssen. 10 haben in München schon geschlossen, sagt Lemling. Der Kunde kauft online oder verzichtet aufs Papier. Man hat viele Bücher in einem quasi und hat es immer zur Hand, ohne dass man ein dickes Buch mitschleppen muss. Wenn man halt irgendwie gerade in der U-Bahn sitzt oder sowas und dann so ein riesen Buch rausholen muss, dann ist es halt nervig. Also manche Leute werden auf jeden Fall bei den Büchern bleiben, aber die, vor allem jetzt im universitären Alltag wird es eher auf E-Book und iPad überschwenken. Dabei verdrängen E-Books Bücher eigentlich nicht, sagen Experten, sondern hätten für den Buchmarkt insgesamt sogar Vorteile. Prinzipiell, denke ich, ist die E-Books-Entwicklung nicht schlecht, weil sie auch das Lesen erhöht hat. Also es gab Studien, dass Leute, die lange nicht gelesen haben oder wenig lesen, durch die Entwicklung von E-Books und dadurch, dass es nun E-Books gibt, mehr lesen. Vom Trend zum digitalen Buch kann auch der kleine Buchhändler profitieren, sagt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die Kundenbindung müsse einfach digital verlängert werden mit einem ordentlichen Online-Angebot, sodass der Kunde das E-Book zum Papierbuch gleich dazu kauft. Wenn ich mein Buch zu Hause auf dem Nachttisch habe liegen lassen, kann ich aber, wenn ich am Flieger ansitze, kann ich sozusagen auf meinem Lesegerät dann einfach weiterlesen. Und sozusagen den Lesestrom nicht abreißen zu lassen, das ist eine der Möglichkeiten, die sich auch dem stationären Handel in digitalen Zeiten bieten. Zurück in der Buchhandlung Lehmkuhl. Autorenlesung mit dem katalanischen Autor Jordi Punti. Auch durch solche Veranstaltungen will Geschäftsführer Lemling Kunden locken und binden. Denn ein solcher Service kann nur vor Ort passieren. Genau wie das Erlebnis, Bücher anzufassen und direkt darin zu schmökern, argumentiert Autor Punti. Der Grund, warum ich ein Buch einem E-Book vorziehe, ist ganz einfach dieser. Wie man sieht, kann es gar nicht so leicht kaputt gehen. Das ist für mich der entscheidende Unterschied. And that's the main, probably one of the main reasons that books, they don't get destroyed so easily. Autoren treffen, Autogramme bekommen, Bücher erleben. So wollen sie hier bei Lehmkuhl bestehen und dem Kunden zeigen. Am Ende entscheidet er, ob er diesen Service behalten möchte und wer am Markt bestehen kann. Nur die großen Online-Händler oder auch die kleine Buchhandlung um die Ecke nebenan.